Grünkohl Quinoamix als heimisches Superjod liefert Grünkohl nicht nur jede Menge Kalzium für starke Knochen, sondern auch reichlich Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt. Zutaten für 4 Personen: 209 Quinoa, Salz, 2 rote Zwiebeln, 2 Äpfel, Klammer auf zum Beispiel Braeburn, Klammer zu, 309 geputzter Grünkohl, 8 Stiele Dill, 159 Buttermilch, 109 saure Sahne, abgeriebene Schale und Saft von 1 Uhr Bio-Orange-Pfeffer, 1 Esslöffel Öl, 1 Uhr TL Cayenne-Pfeffer, 259 Stremmelachs, 1 Quinoa, gründlich abspülen, dann nach Packungsanweisung in Salzwasser garen, Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schneiden, Äpfel waschen, Kerngehäuse entfernen und Fruchtfleisch in Stifte schneiden. Grünkohl verlesen, von den dicken Blattrippen zupfen, waschen und eventuell kleiner zupfen. Tee ich ihn richtig häufig zu. Stefanie Faber, Redakteurin, 2 Dill waschen, Fähnchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Buttermilch, saure Sahne, Dill, Orangenschale und Saft verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Öl in einer großen tiefen Pfanne erhitzen, Grünkohl darin unter gelegentlichem Rühren ca. 5 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Lachs mit Hilfe von 2 Gabeln zerzupfen. Quinoa, Grünkohl, Lachs, Äpfel und Zwiebeln mischen. Mit Dressing beträufeln. Zubereitungszeit: